Berechne die Länge eines Kreispendels, dessen Periode eine Sekunde beträgt. Als Angabe haben wir lediglich die Schwingungsperiode von einer Sekunde. Was wir suchen, ist die Länge groß L von diesem Kreispendel. Und diese Länge drücken wir zum Beispiel in Meter aus. Um diese Länge herauszufinden, haben wir die Formel vom Kreispendel, in der wir aber noch den Wert von klein g brauchen. Klein g ist die Fallbeschleunigung. Dazu nehmen wir den Wert 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Wenn t gleich ist zu 2 Pi mal diese Quadratwurzel, dann ist t geteilt durch 2 Pi gleich zu dieser Quadratwurzel. Dann erheben wir beidseitig im Quadrat und finden so, dass das Quadrat von t auf 2 Pi gleich ist zu L auf g, woraus wir schließen, dass L gleich sein muss zu g mal das Quadrat von t auf 2 Pi. Wir ersetzen g durch 9,81 und t durch 1. Und so finden wir als Länge von dem Kreispendel ungefähr 0,248 Meter. Die Endantwort auf die gestellte Frage lautet also, die Länge dieses Kreispendels beträgt ungefähr 24,8 Zentimeter. Noch eine kurze Bemerkung zu dieser Aufgabe. Wir wissen, dass t gleich ist zu 2 Pi mal Quadratwurzel von L auf g. Diese Formel ist ungefähr erfüllt, wenn t eine Sekunde ist und L 0,248 Meter beträgt. Also in dieser Formel ersetzen wir t durch 1 und L durch 0,248. Somit erhalten wir diese Gleichheit. Und diese Gleichheit hat zur Folge, dass klein g gleich sein muss zu 0,248 mal 4 Pi Quadrat. Woraus wir wiederum schließen, dass die Fallbeschleunigung klein g ungefähr gleich sein muss zu Pi im Quadrat. Das ist eine seltsame Gleichheit. Und sie stimmt auch, denn g beträgt 9,81 und Pi im Quadrat beträgt ungefähr 9,87.